Hallo miteinander, willkommen auf Chili TV. Und heute ist der Johannes Brändli da, alias Fuocolino. Hallo zusammen. Wir haben einen Haufen Leckerbissen an Musik zusammengestellt und aufgenommen. Und ja, freut euch drauf. Du bist ein sehr vielseitiger Musiker, Multi-Instrumentalist, Multi-Stilrichtiger. Wie kommst du dazu, so viele Instrumente und so vielseitig zu sein? Ja, also das hat natürlich auch als sehr kleines Kind schon angefangen, dass ich einfach so wie andere zum Jutballen gezogen hat oder zum Skateboard hat es mir zu den Instrumenten gezogen. Ich habe mit allem schon probiert zu spielen und habe dann auch mit 6 wirklich meinen grossen Traum erfüllt bekommen von den Eltern, eine Geige und auch eine Geigenstunde. Und ja, das ist nicht lang gegangen, da habe ich am Bahnhof nicht mehr können, an den Strassenmusiker vorbeifahren oder laufen, besser gesagt, ohne den Koffer auszupacken und irgendwie mitzujammen. Bin dann auch ein bisschen zu spät in die Geigenstunde gekommen und so weiter. Und ja, wie es so ist, mit 12 solltest du irgendwie auch anfangen, den Leuten ein imponieren. Also du weißt, im anderen Geschlecht meine ich. Und dann brauchst du eine Gitarre, nicht eine Geige. So kommt eins zum anderen. Mandoline ist so etwas zwischendrin. Und dann braucht es irgendwann in der Schülerband einen, der Bass spielt. Weil Gitarre können schon die meisten, oder? Also ja. Hast du noch den Bass angefangen und so ist eins nach dem anderen gekommen. Mir hat einfach immer die Gitarre gezogen und ich auch schon als Kind eigentlich die ersten Lieder geschrieben. Und da hat sich immer weiter durchgezogen. Ja, also fantastisch, oder? Und eben mit dem anderen Geschlecht dann auch Gitarre anfangen zu spielen, den finde ich natürlich sehr originell, oder? Weil Geigen ist dann wahrscheinlich schon ein bisschen zu anspruchsvoll, um vor allem zum Liebeslieder singen und ja. So, oder? Ist eine Gitarre praktischer als eine Geige. Oder? Und Multitrack hast du ja noch nicht gehabt, oder? Nein, das hat man noch nicht gehabt, oder? Außer du hast 2, 3, 4 Bärli Armen, oder? Und bist du noch 2 Beine. Ja, die haben wir eben nicht mir gefällt. Gell? Heute gibt es Looper und alles Mögliche, aber du hast einfach für gewisse Sachen eine Gitarre gebraucht. Ja, das geht mir auch so. Bei mir ist es zwar nicht wegen einem anderen Geschlecht, sondern wegen meinem eigenen. Da hatte ich ein bisschen Probleme damit. Ich bin so alleine, miau, miau. Nein, nein. Aber so war das halt früher. Und ja, ich würde sagen, jetzt gibt es ein erstes Lied von dir, das wir hier aufgenommen haben im Chili TV. Und ja, am besten sagst du da gerade selber an, oder? Ja, also als erstes kommt in dem Fall ja wahrscheinlich fast nur Musik in Frage, oder? Ja, ich würde schon sagen. Musik! Also, liebe Zuschauer, viel Vergnügen mit dem Fuocolino und Musik. Ein Sommernachtstraum. Musik ist manchmal viel zu laut. Musik wächst nie an einem Strauch oder Baum und sie hat auch keine selbe Haut. Musik, da kann man nicht essen, hilft nichts gegen Hunger und Durst. Musik lenkt selten zum Leben, doch solange sie mir reich macht, ist es Wurst. Musik kann man nicht zahlen, Musik ist nie ganz still. Musik braucht eigentlich jeder, aber manchmal ist es ein Ziel. Musik ist zum Schiessen, Musik ist manchmal Gebet. Musik kann froh sein und traurig, aggressiv oder einfach nur nett. Musik kommt tief aus dem Herzen, geht manchmal auch tief unter die Haut. Manchmal auch fast bis ans Ende der Welt und Musik stört manchmal akut. Musik kann man nicht zahlen, Musik ist nie ganz still. Musik macht eigentlich jeder, aber manchmal ist es ein Ziel. Musik ist etwas vom Schönsten, Musik singt manchmal Kultur. Musik kann Menschen verbinden, aber ab und zu macht sie auch sauer. Musik kann etwas bewirken, Musik kann schwer Arbeit sein. Musik ist nicht immer brav oder schön und irgendwann ist sie vorbei. Musik kann man nicht zahlen, Musik ist nie ganz still. Musik braucht eigentlich jeder, aber manchmal ist es ein Gefühl. Hey! Musik
vom Johannes Brändli. Wunderschönes Lied, finde ich. Selber komponiert und da im Chili TV aufgenommen. Also einfach wunderbar. So, und jetzt kommt halt die Frage, die ich im Moment jedem Musiker stelle, der da im Chili TV aufschlägt. Sagen wir mal so. Oder? Und da ist einfach Musik und Corona. Wie gehst du mit dem um, Johannes? Okay, ja, also gewisse Sachen sind natürlich einfach gegeben. Apropos umgehen, also mit mir wird umgegangen, gell? Und ich habe grösste Probleme bekommen, nicht nur, weil ich nicht mehr auftreten kann an vielen Orten, sondern weil ich nicht mitkomme mit dieser Entwicklung, oder? Weil ich eindeutig eine absolut schlechte Entwicklung empfinde in der ganzen Gesellschaft. Das fängt da dabei, dass man wirklich absolut gestandene Kapazitäten auf dem Gebiet von Virologie und so weiter nicht zu Wort kommen lässt, die wichtig zu sagen hätten. Ja. Das geht aber auch dorthin, wo es immer mehr polarisiert wird, hauptsächlich von unseren Mainstream-Medien aus polarisiert wird, zwischen Impfgegner und Impfbefürworter, dass die möglichst aufeinander losgehen. Ich sage, ich habe meine Position da, weil ich mich informiere, nicht nur in den hauptsächlichen Medien, die so einseitig geworden sind. Ich habe meine Position, aber mir ist noch wichtiger, als Recht haben in der Impffrage oder in der Corona-Frage oder so, ist für mich, dass wir uns nicht spalten lassen. Die Spalterei, die finde ich das Schlimmste am Ganzen, oder? Ja, wir reden da nicht von Haarspalterei oder so. Nein, da nein. Volksspalterei, genau, oder ist das? Oder? Genau. Und die ist wirklich schlimm. Also das ist, eben da wollte ich mich nicht weiter dazu auslassen. Aber es ist interessant, ich habe vor fast 10 Jahren ein Lied geschrieben, wo ich vor ein paar Wochen wieder vorgenommen habe. Ich dachte, das gibt es nicht. Das Lied bringt es so auf den Punkt, was jetzt gerade am Laufen ist. Ja. Also man könnte meinen, das ist direkt jetzt geschrieben worden. Ist es aber nicht. Das ja, siehst du, es wird manchmal nicht etwas zufällig geschrieben und gewisse Sachen passieren auch nicht einfach zufällig. Und es gibt gewisse Sachen, die einfach über die Zeit überdauern, finde ich, oder? Mhm. Und ja, ich glaube, sag du doch deinen ersten Song gerade selber an. Also, das Lied heisst «Einen allein, der glaubt's nicht». Einen allein, der glaubt's nicht, glaubt's nicht, glaubt's nicht. Einen allein, der glaubt's nicht, und zwei sind schon wieder zu viel. Radio, denk manche heute noch Segen so, dass die in Treue und Wahrheit berichten und niemals etwas zusammendichten. Auch ich habe lang gedacht, das könnte nicht sein, die wären doch für Rot dabei. Doch das Leben hat mich anders gelehrt, die lügen ganz nach Plan. Ja, das Leben hat mich anders gelehrt, die lügen ganz nach Plan. Einer allein, der glaubt's nicht, glaubt's nicht, glaubt's nicht. Einer allein, der glaubt's nicht, und zwei sind schon wieder zu viel. Mit allerbesten Argument verkauft der Bund und das Parlament uns immer mehr Verbot und Gesetz. Ich merke, da läuft etwas Letz. Am Ende geht's denen gar nicht mal um Gesundheit oder unser Wohl. Mit all dem wollen sie über uns mehr Macht nur überkommen. Mit all dem wollen sie über uns mehr Macht nur überkommen. Einen allein, der glaubt's nicht, glaubt's nicht, glaubt's nicht. Einen allein, der glaubt's nicht, und zwei sind schon wieder zu viel. Es gibt so viele Missstände auf der Welt,
und meistens geht's und macht ums Geld. Verlogen, bös und ungerecht, beherrschen die Herren ihre Knechte. Verdrängen oder mutlos sein, das kann für uns keine Lösung sein. Wir führen ohne Waffenkrieg und leben Gerechtigkeit. Wir führen ohne Waffenkrieg und leben Gerechtigkeit. Aber eben, einen alleine schafft's nicht. Einen alleine schafft's nicht. Wir brauchen auch die da dazu. Einen alleine schafft's nicht. Einen alleine schafft's nicht. Wir brauchen auch die da dazu. Drum, wenn du merkst, dass in dir innen Zeiten Abend mit uns klingen, wenn die gleichen Zweifel plagen, du Kraft noch hast zum Hinterfragen, und wenn du noch ein Hoffnung hast, so leg sie mit uns auf den Tisch. Und komm, wir kämpfen miteinander für Licht und Gerechtigkeit. Ja, komm, wir kämpfen miteinander für Licht und Gerechtigkeit. Einen allein von Johannes Brändli, auch einfach eine Hammernummer, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und ja, Johannes, die nächste Frage, die ich an dich richte, ist: Was würdest du der heutigen Jugend am liebsten einmal sagen? Aha, ja. Also, der Jugend würde ich, denke ich, am ehesten sagen: Wir brauchen die in unserer Gesellschaft. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Du bist gut, du wirst gebraucht. Und das Leben ist das, was du daraus machst. Das ist wunderschön gesagt. Und du bist ja auch Vater. Hast du das? Deine Jungs, glaube ich, zwei Buben hast, gell? Ja, genau. Ja. Also Buben, ich weiss nicht, die sind, glaube ich, auch schon irgendwie... Ja, es sind Mannen, aber... Erwachsen, oder? Für uns bleiben sie ja immer Buben und Mädchen. Ja, ja. Wir haben sechs Kinder. Und sechs Kinder? Ja. Wow, da bin ich ja mit einer Tochter gerade in die Schmerzen dagegen. Ja, das ist... Ja, okay. Also auf jeden Fall, man merkt, dass du Vater bist, weil du wählst die Worte sehr vorsichtig und prägnant, und das gefällt mir. Und ich glaube, das wird auch den jungen Leuten, die hier Chili TV schauen, sicher auch zusagen. Und dann kommen wir zum nächsten Song von Johannes Brändli, und zwar heisst der Song «You». Mm. You make it too. It depends only on you. If your sky is gray or blue, you can shine like the sun. You can bring us joy and fun. Make clouds of fear and darkness run. 'Cause in your heart is all we need, and all that you've been dreaming of. And if you just give, you keep will receive. Yes, in your life is all you need, and all that we've been dreaming of. Nothing can hold you back from live and give and live and give. I said, life is what you make it to. It depends only on you. If your sky is gray or blue, you can shine like the sun. Yes, you can bring us joy and fun. Make clouds of fear and darkness run. Cause in your heart is all you need, and all that you've been dreaming of. And if you just give, you will receive. Yes, in your life is all you need, and all that we've been
And all that you've been dreaming of. And if you just give, you will receive. Yes, in your life is all we need. And all that we've been dreaming of. Nothing can hold you back from live and give and live and give. Was für ein Song? You! Und jetzt frage ich, you, was würdest denn du so einen alten Sack wie mir sagen? Oder wie mir, gell? Ja, okay. Wir sind ja also, es ist ganz einfach. Also, es gibt ja noch einige Ältere, noch Ältere als mir. Und ich sage nochmal das Gleiche. Du wirst gebraucht, wir brauchen dich. Und ich sage jetzt nicht, nimm dein Leben in die Hand, aber wir brauchen dich insgesamt. Du dich engagieren fürs Gute, für das, was dir am Herzen liegt. Logisch gibt es ein Alter, wo man anfängt mit chillen. Da ist alles gut. Aber lasst nicht euch aufs Abstellgleis stellen. Wir brauchen euch. Wir brauchen euer Coaching, eure Lebenserfahrung. Und packt es weiterhin. Geht nicht auf irgendetwas rein, ja, du bist jetzt zu alt oder auch sowas. Ja, also dann bin ich beruhigt, dass ich noch nicht gezahlt bin, oder? Chili Toni auch, weil darum ja auch Chili TV, nein, heisst natürlich Chili TV, aber eben, ich geniesse das Alter und ich versuche genau das Leben so zu leben, wie jetzt du das von mir gefordert hast. Ja. Nicht wahr? Ich würde auch sagen, so wie ihr Leben machst du das. Und ja, dann würde ich sagen, sag doch du gleich den nächsten Song an. Für die alte Säcke. Genau, also für die alte Säcke, das gilt für alle. Ja. Wir können etwas machen. Ich sage noch ganz kurz, wie er entstanden ist. Jemand hat mir gesagt, man kann ja nichts machen. Und das hat in mir eine Gegenreaktion ausgelöst. Nämlich das Lied, wir können etwas machen. Ich habe sogar etwas vom Gandhi noch drin. Vertont. Du musst hören. Also, viel Spass mit dem Johannes Brändli und wir können etwas machen. Wir können etwas machen, sag dir das jeden Tag neu. Wir können etwas machen, dem Glauben bleibe treu. Wenn es auch Sport scheint, ist es niemals Sport, wenn man dem Bösen widersteht. Trotz allem die Hoffnung nicht sinken lässt und so versteht. Wir können etwas machen, sag dir das jeden Tag neu. Wir können etwas machen, dem Glauben bleibe ich treu. Wenn's auch Sport scheint, ist es niemals Sport, wenn man ein Bösen widersteht. Trotz allem die Hoffnung nicht sinken lässt und so versteht. Zuerst tun sie ignorieren, das soll dich nicht frustrieren. Dann tun sie dir auslachen, doch du wirst weitermachen. Jetzt wollen sie gegen dich streiten, doch du machst sportlos weiter. Und weil du fest bist geblieben, wünsch am Schluss und sie müssen klein beigen. Ja, sie müssen klein beigen. Du wirst Schluss und sie müssen klein beigen. Sag dir das jeden Tag neu. Wir können etwas machen, dem Motto bleibe treu. Wenn's auch Sport scheint, ist's niemals Sport, wenn man dem Bösen widersteht. Trotz allem Hoffnung
Wir können etwas machen, oder? Haha, machen wir doch auch auf Chili TV mit dem Johannes Brändli. Jawohl. Und jetzt habe ich einfach noch eine Frage an dich. Ja, was hast du als nächstes oben? Was läuft bei dir musikalisch und überhaupt als nächstes in deinem Live-Strip? ja. Also als nächstes mache ich Live-Doppel-LP in der Royal Albert Hall natürlich. Wow! Nein, easy. Also es ist lustig, ich habe vor einem halben Jahr mich damit befasst, jetzt möchte ich mal richtige CD machen, weißt du, voll so mit Profimusikern und so. Dann habe ich angefangen, hier trainieren zu denken und schauen, was das etwa bedeuten finanziell und so. Weil Musik kaufen tut ja heute anscheinend niemand mehr. Also musst du es selber zahlen. Bin wieder davon weggekommen. Aber am Schluss habe ich mich gefühlt, das war ein Prozess, wie der Hans im Glück. Dort, wo ihm der hat doch eins nach dem anderen, weißt du, den Goldklumpen eintauscht gegen das. Am Schluss hat er noch einen Steinklumpen gehabt, so einen Mahlstein. Und dann ist ihm dann noch in den Brunnen runtergefallen und dann war er plötzlich glücklich gewesen. Und ich war auch glücklich gewesen, nachher, wo ich sagen konnte, nein, ich mache keine CD. Weil die nächsten Pläne für mich sind, ich habe zwei, drei bis jetzt eben so alternative Örtchen gefunden, wo man noch auftreten kann und ich möchte weiter solche suchen und einfach im kleinen Rahmen meine Sachen machen. Mit verschiedensten Leuten zusammen. Collabs sagt man glaube ich heute, gell? Collabs. So mit den Jazzer und mit den Länderfreunden und mit den Rocker. Einfach, aber... Und Jazz, no Jazz. Ländler und no Ländler. Genau. Einfach sehr vielseitig weiterfahren, weil irgendwie tut es mir gut und was ich so am Gehören bekomme, tut es dem Publikum gut. Lieber Live-Musik im kleinen Rahmen wie... Ja, so. Ja, als wie eine High-Gloss-Veranstaltung mit Corona-Test und GGG. Ja, weiss genau. Nicht ich was für einen Scheiß, oder? Weißt du, was ich meine? Also, lieber im kleinen Rahmen, oder? Ungespritzt, oder? Genau. Für die ungespritzten alten Äpfel, oder? Wo halt jemanden ein bisschen Masse haben, oder? ist so. Echt bodenständig. Echt bodenständig. Ich habe jetzt auch Auftritte zum Teil abgesagt, weil die plötzlich, nachdem sie abmachen, ist dann halt gekommen, wir müssen jetzt Zertifikatspflicht machen und da habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen, darum habe ich die Sachen abgesagt. Aber eben, ich sehe, das Wasser findet immer einen Weg, weißt du? Ja, genau. Und wir finden überall zusammen, die zusammengehören, finden zusammen und ich bleibe positiv, oder? Und mache in diese Richtung weiter. Das finde ich super und absolut richtig. Ich bin ein halber Cink und das nächste ist Mafia-Musik Tarantella. Und ich übergebe da jetzt gerade Johannes, um das noch weiter erläutern. Ja, also ich mache eben auch viel Instrumentalmusik, sei es auf der Straße, Straßenmusik oder an irgendwelchen Anlässen. Und das ist eins, das ich sehr oft spiele, das ich vor ein paar Jahren selber produziert habe. Ein Backing-Track, weil ich habe auch nicht immer eine gute Band dabei, die mich hier begleiten kann. Und die Tarantella habe ich so mal einfach selber produziert, um das können an verschiedensten Orten spielen. Mache ich auch immer oft und das spiele ich gerne noch als Abschiedsstück hier. Ja, wunderbar. Also Johannes Brändli und Tarantella.
Tarantella auf Chili TV! Oh, lach mein Chinkenherzli! Mindestens die linke Seite ist eben Chinkenherzli und die rechte Seite ist ungarisches Herzli. Und das Ganze ist ein Schweizer Herz. Ja, und ich hatte eine riesen Freude gehabt. Bist du da gewesen, Johannes? Ja, ich auch. Und also vielen, vielen, vielen Dank. Es war auch schön gewesen, zum Arbeiten mit dir. Und hoffentlich gern wieder einmal. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns doch einfach von unseren Zuschauern auf Chili TV. Ciao miteinander! Hey! Johannes Brändli auf Chili TV. Bye bye zusammen! Ciao zusammen! Ciao, ciao!